Herzlich willkommen zurück zu Part 18 von Uncharted Drake's Deception. Und jetzt wollen wir mal dieses Rätsel lösen. Also los geht's. Nehmen wir mal alle weg. Das passt ja nicht. Einfach hinschmeißen. Hinschmeißen. Nehmen das doch. Nehmen. Hintun. Nehmen. Hintun, ja. Nehmen. Hintun. Als allererstes muss jetzt ein kleines, das hier, vier Kreisen hier hin. Dann ein großes Kreuz. Dann muss ein großes mit vier Kreisen. Dahin. Ein kleines Kreuz. Da. Da. Das muss hier hin. Dann noch das hier zum Schluss. Probieren wir es mal so abwechselnd. Ich weiß es nicht, ob es richtig ist. Ich probiere es mal. Und es ist richtig, jawohl. Ich habe jetzt einfach nur aus blauen Dunst mal alles versucht. Das haben wir eigentlich beide abgeschlossen. Ist ja alles voller Wasser. Und nu? Ach, jetzt kommen wir durch die Mitte durch. Jawohl. Geht doch. Glaube ich nicht. Aus, als wäre er nur bis hier gekommen und hat dann umgedreht. Okay. Die Leiter hier hoch. Was meinst du? Nein, nicht runterfallen. Boah. Ist es hier? Gehen wir hier durch. Das sieht wie ein verziertes Becken aus. Nimm mal eine Fackel. Ich brauche eine Fackel. So. Gucken wir mal. Geiler Scheiß. Da brat mir doch einen Storch. Wow. Wie oben, so auch unten. Sully, das ist eine Art Sternenkarte. Das macht Sinn. Die Araber haben sich mit den Sternen in der Wüste orientiert, genau wie die Seefahrer auf dem Meer. Das stimmt. Man könnte doch mit diesen Sternkonstellationen die verschollene Stadt finden. Mit dem Sextanten, ja. Ich war nicht umsonst jahrelang in der Navy. Und ich dachte immer, du wolltest nur mit deiner Uniform angeben. Doch, ich auch. Ja? Vergiss es. Hey. Glaubst du, du kannst dir das merken? Ja, klar, aber wir sollten es abzeichnen, oder? Bitte, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. Wie überaus aufmunternd. Hört ihr das? Oh, oh. Oh, nein. Halt, was ist das? Weg von den Wänden. Halt bloß die Fackel fest. Auch nicht schon wieder. Nicht die hässlichen Viecher wieder. Oh, Mist! Oh nein, nein. Nein, doch. Die sind noch viel aggressiver. Mann, das Licht macht kaum etwas aus. Riegel mit der Fackel! Helena, die Schrotflächer! Lasst mich! Okay, bleib dicht an mir dran! Lasst mich! Lasst mich in Ruhe! Wo müssen wir hin? Ey, lasst sie in Ruhe! Oh,
Schieß weiter und folgt mir! Lasst mich in Ruhe! Lasst sie in Ruhe, Mann! Los, weiter! Und lasst mich auch in Ruhe! Charlie, schieß weiter! Ihr verfluchten Viecher, ey. Ich glaube, hier kommen wir durch. Komm, Elena. Sie steht fest. Vielleicht kann ich sie von drüben öffnen. Halte die Dame zurück. Ich helfe Elena. Wie läuft's, Elena? Elena! Schießt euch, Mann! Ich brauch der Kugeln! Sally, ich brauch sie jetzt! Hier! Linda! Na, bravo! Halte die Dame zurück! Ich helfe dir von hier aus! Versuche es einfach! Wie läuft's, Elena? Elena! Schieß! Fickt euch! Sally, ich brauch sie jetzt! Sie geht voran! Pisst euch! Mach die Tür auf! Pisst euch! Mann! Hässliche Viecher. Wieder Zeit, Elena. Boah, endlich. Glück gehabt, ey. Ich hab langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Gar nicht. Hey. Schaut mal. So, da kann's jetzt weitergehen. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Okay, okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet, dazu, umzudrehen, zurückzusegeln und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du machst weiter, nicht wahr? Ja. Und wofür? Den Schatz? Sally, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sally, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlow nicht. Wieso reicht das nicht? Hat Sarah eigentlich recht. Elena, bleib doch mal stehen. Ich möchte mit dir reden. Hallo. Elena. Ich möchte mit dir reden. Hallo. War doch nicht so gemeint. Elena, bleib stehen. Oh, da sind wir wieder, wo wir einfach waren. Jetzt müssen wir nur noch hoch. In Deckung, hinter! Wo?
Wo seid ihr denn? Ich kann überhaupt nicht sehen. Ich auch nicht. Euch kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich kann nicht sehen. Sully, alles klar? Hey, geh weg. Fick dich. Ach, du Dicker auch noch, ey. Fick dich doch, du Dicker Wurst, ey. Ich kann dich jetzt gar nicht gebrauchen, Mann. Du nervst. Ach. Lass das. Arschloch. Drecksack. Dreck, Sau, Dreck, geh! Ja, schlaf, Mann! Jawohl, endlich! Ach, das ist. Ich wollte schon auf Elena schießen. Mann, Meter. Geh weg, du hässlicher. Geh weg, du hässlicher Mann. Komm her. Ja? Komm her. Geh weg, du hässlicher. Endlich. Gib mir. Wir müssen einen Ausweg finden. Okay. Und wie sollen wir das machen? Hier drüben, Nick. AK nehmen wir. Wir nehmen wieder die AK. Wo ist Sully? Wo bist du? Sully? Moni. Wo ist er? Ach, da. Gut. Vorsicht, Junge! Ist ja alles in Ordnung. Sally, passiert nichts. Schaffe ich schon. Keine Sorge. Okay, passt auf. Ich schicke euch die Leiter runter. Okay, aufgepasst. Geht klar. Weiter hoch. Hopp. Hopp. Erstmal gucken. Hier ist nichts gut. Hast du's? Gut. Danke. Gib mir eure Bitte. Waffe. Die könnt ihr nicht mit auf die Straße nehmen. Ach, richtig. So gern ich das würde. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Komm. Gut. Wir müssen von hier verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Ich habe die Befürchtung, hier sind noch mehr. Na los, hier hoch. Hier lang. Hm? Schwarzer Bildschirm? Hä? Hä? Da, gut, ich dachte schon, ey. Scheiße. Nein. Nate? Lauft. Lauft. Oh nein. Ruhig bleiben, Junge. Bleib weg! Bleib weg! Los mit ihm. Das sind die Drogen. Was? Na los, wir müssen ihn hier wegschaffen. Komm schon. Lass mich los! Okay. Wir wollen... Verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Scheiße, ich bin jetzt genauso drauf wie Charlie, ey. Nein! Nein! Scheiße. Heftig. Gehen Sie weg. Ganz ruhig. Boah! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße, ey! Ruhig bleiben. Gib dir gleich ruhig bleiben. Nein! Mich kriegt er nicht! Nur mir nach. Nee, lass
Lassen Sie mich. Drake. Mich kriegt er nicht. Marlow wartet. Lasse warten. Nein, nein, nein. Es ist gleich vorbei. Ruhig. Nix ruhig hier. Keine Sorge. Sally? Sally ist nicht hier, Drake. Sie sind jetzt allein. Keine Angst. Mir nach. Nix dir nach. Nein, ich geh nicht. Boah, äußerst heftig, ey. Nicht wehren. Bin ich hier? Ich wehre mich aber. Wir sind ja da. Hören Sie auf mich. Ich werde niemals auf dich hören, Scheiß. Sie wissen, was wir wollen. Das Arsch, ey. Sie dürfen nicht. Keine Sorge, die tun Ihnen nichts. Verdammt. War ich hier nicht schon mal gewesen gerade? Wo ist das? Da, wo du nicht bist. Geben Sie sie uns. Nein! Ich weiß nicht. Gut. Nein! Nein! Willkommen zurück. Dumme Olle, ey. An Ihrer Stelle würde ich lieber ruhig bleiben. Sie sind nicht ganz legal hier. Schon vergessen? Großes aus kleinen Ursprüngen. Hinter diesem dreisten Gehabe steckt immer noch derselbe kleine verängstigte Ausreißer, oder? Lassen Sie die Spielchen. Sie kennen mich nicht. Tatsächlich denke ich, dass ich Sie besser kenne als jeder andere, Mr. Drake. Natürlich ist das nicht Ihr richtiger Name, oder? Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Mutter begeht Selbstmord. Vater übergibt den Sohn im Alter von 5 Jahren dem Staat. Aufgewachsen im St. Franziskus Kinderheim. Wie in einem Dickens-Roman. Oh. Keine Sorge, sie interessiert uns nicht. Außer natürlich, wir müssen ein wenig Druck ausüben. Was wollen Sie von mir? Tja, auch wenn ich es nur ungern zugebe, ich brauche Ihre Hilfe. Bei der Suche nach Victor Sullivan. Klar. Wir wissen bereits, dass er die Koordinaten für Iram hat. Woher wissen Sie das? Von Ihnen, Nathan. Anscheinend ist Ihre Loyalität nicht so unerschütterlich, wie Sie dachten. Was ist mit ihm? Was? Was soll das werden? Gar nichts. Es ist nur... Tja, wir haben sie nun schon einige Zeit in unserer Gewalt. Und er hat sich gar nicht bemüht, sie zu retten. Er hat sie auch nicht in Cartagena gerettet. Er sah nur eine günstige Gelegenheit. Ich weiß, was Sie vorhaben. Glauben Sie mir,
Victor geht es immer nur um Victor. Das ist einfach nur ein Fakt. Ich habe es vor 20 Jahren entdeckt. Es wundert mich, dass Sie so lange gebraucht haben, um es herauszufinden. Sie verschwenden Ihre Zeit, Lady. Wie Sie meinen. Aber denken Sie nach. Als er Sie damals vor 20 Jahren auf Kolumbiens Straßen aufgelesen hat, hat er Sie vor jenem Leben bewahrt? Oder hat er Sie vielleicht nur dazu verdammt? Ah, wunderbar. Tja, wir haben Sullivan gefunden. Er ist hier in der Stadt. Tut mir leid, Nathan. Anscheinend sind Sie entbehrlich geworden. Komm her, dich krieg ich. Mistkerl. Wurkef voll auf den Rock! Denkst du, so ein paar Hühner halten mich auf? Mistkerl? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Aua! Arschloch. Ich krieg dich. Denkst du, ich krieg dich nicht? Du kannst mich auch verarmen. Aua. Geh weg. So, aber hier werde ich einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns an der nächsten Part. Hier wieder. Wir versuchen, den Dreckskerl da zu fangen. Also bis dahin. Hau da rein und tschaußen.